bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck. Squid Game hat Reisegruppe auch ein Video rausgehauen. Squid Game Portrayed by SpongeBob. Bin auch mal sehr gespannt. Irgendwie sehr interessant. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Ja, weil Squid Game und SpongeBob ist eine nice Idee auf jeden Fall. Mal gucken, wie es umgesetzt wurde. Ja, let's go. Ist aber leise, oder? Ich finde es gerade leise. Unglaublich, ich hier mit den Quallenjägern. Ich meine, mein Leben lang wollte ich ein Quallenjäger sein und jetzt bin ich hier mit euch Jungs und mit den Netzen und dem Köder und den Quallen und mit Kevin und den Fischen zusammen. Das macht Spaß, das ist toll und... Rotes Licht. Rotes Licht. Stehen bleiben, perfekt. Zuckerwaben. Hieß das so? Sei bloß vorsichtig. Ja, das war gut. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Pass auf, Kerl. Pass auf. Oh, die Dose ist schon längst offen. Puh. Jetzt bin ich dran. Das ist gut. Das passt so gut rein. Nice Idee. Nice Idee, Alter. War geil. Gewaltsame Auseinandersetzung. Zeit, sag ich euch. Also mal im Ernst. Übertreiben Sie da nicht ein kleines bisschen. Mega leise. Willkommen beim Weltuntergang, Herr Thaddeus. Tauziehen. Ja! VIPs? Achso, die VIPs schauen zu. Ja. Das passt so gut. Murmelspiel. Nice Idee. Rolltreppen. Ah, wieder alle. Ich bin dran. Ah ja. Rolltreppen. Das ist so gut. Alle. Trittsteinspiel. Hießen die so? Okay. Komm schon, Patrick. Ich bin direkt hinter dir. Ist nicht Trittstein das, wo du so Zeichen auf dem Boden hast und schmeißt einen Stein drauf und darfst das nicht... Oh. Kommt daher diese Idee mit dem Glas? Ah. Ist das das? Könnte sein. Schritt für Schritt. Wir haben's gleich geschafft. Ja. Ja, das ist so gut. Ja. Squid Game Regeln. Es ist schon nice. Ich frage mich nur, warum das Squid heißt. Also warum Tintenfisch? Weil das ist doch, sieht nicht aus wie ein Tintenfisch. Wo sieht das aus wie ein Tintenfisch? Ist so der Kopf von einem Tintenfisch aus? Aber wo sind die Tentakel? Verstehe ich nicht. Oder meint ihr diesen Tintenfisch, wahrscheinlich diesen Tintenfisch, der so, da gibt es so einen, der geht so, also sehen die alle so aus? Weiß ich nicht. Aber, Tintenfisch. Ja, stimmt, die sehen so ein bisschen so aus. Sieht fast ein bisschen pervers aus hier, wenn man dann guckt. Aber hier sind Tintenfische. Die haben so eine, ich sehe jetzt kein gutes Beispiel vor, aber ja, aber so, sehen ja nicht. Naja, mit viel Fantasie. Warte, ich suche gerade ein Bild raus, was gut passt, weiß ich nicht, aber. Also gute Fantasie ist das irgendwie die Spitze hier und dann hier die Augen oder sowas, weiß ich nicht. Wirklich wie das hier, auch zeichnet das jetzt nicht aus. Hm. Das nicht. Ich mach mein Haus kaputt, was heißt, ich repariere es und deshalb holt er jetzt meinen Garten auf. Aber das heißt, er bringt ihn in Unordnung, weil sauber ist nämlich dreckig und das heißt, dreckig ist sauber. Und das heißt, Thaddeus versaut mir wirklich den Vorgarten. Die Regeln sind auch voll einfach. Aber er denkt erst, dass die Erklärung von den Regeln sehr schwer ist, aber das Spiel an sich eigentlich relativ easy zu verstehen ist. Ist auch easy. Oder meinen die generell die Spiele, die dort ausgetragen wurden? So, Regel ist Mummelspiel und dann, wenn sie loslegen, dann eskalieren sie. Ja, kann auch sein. So, meine lieben Leute, ich möchte mich vielleicht zunächst bei euch entschuldigen. Weil? Weil Squid Game wird gerade so ein bisschen overhyped, also zumindest bei mir, wenn ich auf Insta gehe, dann ist eigentlich jeder zweite Post nur darüber und vielleicht ist es bei euch auch so und vielleicht habt ihr ja auch schon genug und jetzt habe ich auch noch ein Video darüber gemacht. Warum muss ich entschuldigen dafür? Ist dran Hype. Er ist mit dem Hype gerade hier am Posten. Das ist doch, muss ich entschuldigen? Das ist eine nice Idee. So, hä? Verstehe ich gar nicht.
Verstehe ich nicht. War ein nice Video, coole Idee auf jeden Fall. Und weiß nicht, warum er sich entschuldigt. Also. Ich habe teilweise auf meinem Brody's Clips-Account auf TikTok habe ich so oft Squid Game-Memes gesehen, dass mir nur noch Squid Game-Dinger vorgeschlagen werden, ey, weil ich da generell so wenig geguckt habe. So. Deswegen ist ein Ding. Kalmar. Hi, Angelina übrigens. Hi. Hi, Anna. Hi. Kalmar. Kalmar. Kalmare. Ja, die haben so ein bisschen so ein Dreieck hier oben drin, ne? So auf dem Kopf hier. Aber die Augen sind auch weit unten. Sieht eher aus, können auch wieder pervers deuten, dieses Ding hier. Sieht ein bisschen aus wie so ein. Jo! Wie so ein Tittenfisch, ne? Wie so ein Tittenfisch. Ja. Aber cool. Ja. Nice Video. Ich hab's Gefühl, er hat das nur gemacht, weil er feiert die Serie nicht so. Sagt er overhyped, er findet die Serie nicht so geil. Aber er hat jetzt ein Video gemacht, weil es Klicks gibt. Hat er es ihm direkt gesagt. Aber kann ich auch nicht übel nehmen. Ich bin Profi Brody, weiße Brille, weiße Cap. Ich bin Profi Brody, alles andere nur Dreck.